Es geht in Kürze auf die letzte Ecke zu. Cameron Scott bringt in Kürze das Feld in den Einlauf hinein. Blackie Blue wird hier vom Ende des Feldes eingesetzt, aber vorne ist Cameron Scott. Dahinter ist es Chelsea Noack. Weiter außen Blackie Blue und vierte Position für Quito Benoit. Cameron Scott ist vorne. Cameron Scott, Blackie Blue kommt an der Außenseite. Cameron Scott, Blackie Blue. Cameron Scott, Blackie Blue. Cameron Scott, Blackie Blue. Innen Chelsea Noack. Cameron Scott, Blackie Blue. Dahinter Chelsea Noack wird Dritter. Vierter, dann Quito Benoit und fünfter die zwei Axel Cartouche. Ja, meine Damen und Herren, wir haben das schnell schon das vorläufige Ergebnis. Es siegte die Nummer 3, Cameron Scott, vor der Nummer 6, Blackie Blue, unter 4, Chelsea Noack. So, meine Damen und Herren, das war der große Preis der Grand Prix und der wurde gewonnen hier von unserem Come on Scott von der Startnummer 3. Der war favorisiert. Ich hoffe, auch Sie hatten diesen Come on Scott auf Ihrem Schein. Falls nicht, sollten Sie nicht getroffen haben. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Wettticket, Ihre Wettniete in die Lostrommel zu werfen. Wir werden gleich in wenigen Augenblicken dann die Gewinner hier ermitteln. So, Dennis Minema, bitte einmal umdrehen zur Kamera, damit man Sie auch in Gesamtdeutschland hier sehen kann. Dennis, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Cameron Scott hat gewonnen. Ich glaube, ich habe mir den gerade angeschaut, der ist pulvertrocken. Ich glaube, der hat nicht allzu viel getan. Nein, ich war ganz leicht heute. Ja, was soll ich sagen? Es war Start-Finish und ich wollte nicht mehr stoppen. Ja, einmal in Front gefahren, das war die halbe Miete, da war der Drops gelutscht. Blackie Blue biss sich auch die Zähne aus im Einlauf an Cameron Scott. Wir haben in der nächsten Woche wieder Rennen. Seid ihr denn mit Cameron Scott wieder dabei? Normalerweise ja. Nur mit Cameron Scott oder kommt ihr mit mehreren Pferden? Nein, er kommt normalerweise zwei und ja, vielleicht noch mehr. Ich glaube, du hast Feierabend jetzt, das war deine letzte Fahrt? Ja, stimmt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schöner Renntag, zweimal zu gewinnen bei insgesamt nur 8 Rennen. Gute Ausbeute. Sehr gut. Ja, tschüss, bis nächste Woche. So, und der erste Versuch hat sofort geklappt. Die Pferde sind unterwegs hier. Der große Preis der Volksbank jeweils gestartet hier. Chelsea Noack, die Startnummer 4, kommt hier am besten in die Partie. Übernimmt das Kommando. Fehler von Irwisch, der kommt nicht glatt hier in dieses Rennen. Springt hier an und verliert hier eine zunächst günstige Position. Es geht in den ersten Bogen hinein. Die 5. Und Irwisch ist hier von der Rennleitung disqualifiziert, ist nicht mehr dabei. Nach vorne geht hier zunächst einmal Come on Scott, die Startnummer 3, übernimmt das Kommando in den ersten Bogen hinein. Chelsea Noack die 4, dahinter in der zweiten Position. Axel Cartouche ist momentan Dritter. Dahinter sehen wir dann Blackie Blue als viertes Pferd. Dahinter dann die kurze Galoppade von Zarin de Dey. Ist aber wieder auspariert, bleibt dabei und das Schlusslicht liegt hier momentan bei Quito Benoit bei der Startnummer 7, aber der geht jetzt zunächst einmal vorbei an der Startnummer 1, Zarin de Dey. Das gesamte Feld schließt hier etwas dichter zusammen. Come on Scott, die Programmnummer 3 macht die Fahrt, ist an der Spitze zu sehen. Dahinter Chelsea Noack in der zweiten Position. Axel Cartouche bleibt dicht dabei. Dahinter ist dann Blackie Blue derzeit in der vierten Position, gefolgt von Quito Benoit. Und am Ende, da sehen wir dann Zarin de Dey. Es geht dann in den Anspannbogen hinein in Kürze. Bei ruhiger Fahrt hier, vorgelegt von Come on Scott und Dennis Minema. Dennis Minema heute schon erfolgreich. Das könnte eventuell hier sein zweiter Punkt werden. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, denn wir haben noch über 1200 Meter bis zum Ziel. An der Spitze Cameron Scott macht die Fahrt. Dahinter bleibt dann Chelsea Noack, zweites Pferd. In dritter Position Axel Cartouche. Viertes Pferd, die 6 Blackie Blue. Und Quito Benoit, der Franzose, rückt hier an der Außenseite auf. Eine Runde noch zurückzulegen. Und Cameron Scott bringt das Feld hier auf die Schlussrunde. 1 Kilometer noch zurückzulegen. Zweites Pferd, da sehen wir Chelsea Noack, Axel Cartouche innen. Quito Benoit an der Außenseite setzt hier ebenfalls nach. Und dann ist auch Blackie Blue dicht bei den vorderen Pferden dabei.
Es geht in Kürze auf die letzte Überseite zu mit der Führung bei Come On Scott. Die Startnummer 3 macht hier die Fahrt. An der Außenseite Quito Benot schiebt sich hier in die zweite Position. Innen bleibt Chelsea noch dicht dabei. Dahinter dann, da lauert Blackie Blue. Und innen bleibt dann Axel Cartouche ebenfalls mit Tuchfüllung bei den vorderen Pferden. Runde 600 Meter noch bis zum Ziel. Es geht in Kürze hinein in den Schlussbogen unter der Führung von Come On Scott. Dahinter bleibt Chelsea Nork in der Verfolgerrolle, außen Quito Benot, allerdings schon unter Druck, muss hier gefahren werden. Innen Axel Cartouche und dann ist es Blackie Blue hier derzeit auf dem fünften Platz. Es geht in Kürze auf die letzte Ecke zu. Come On Scott bringt in Kürze das Feld in den Einlauf hinein. Blackie Blue wird hier vom Ende des Feldes eingesetzt, aber vorne ist Come On Scott. Dahinter ist es Chelsea Nork, weiter außen Blackie Blue und vierte Position für Quito Benot. Come On Scott ist vorne. Come On Scott, Blackie Blue kommt an der Außenseite. Come On Scott, Blackie Blue. Come On Scott, Blackie Blue. Come On Scott, Blackie Blue. Innen Chelsea Nork. Come On Scott, Blackie Blue. Dahinter Chelsea Nork wird Dritter. Vierter, dann Quito Benot. Und Fünfter, die 2, Axel Cartouche. Ja, meine Damen und Herren, wir haben das schnell schon das vorläufige Ergebnis. Es siegte die Nummer 3, Come On Scott, vor der Nummer 6, Blackie Blue, unter 4, Chelsea Nork.